Leroy hört auf. In seinem Abschiedsvideo will er mit Gerüchten aufräumen und äußert sich zu Kritikern. Monte ist einer davon. Gegen Monte hält Leroy sich nicht zurück und feuert ordentlich raus. Wer vor 100.000 teils minderjährigen Zuschauern Glücksspiel bewirbt und sich dann als moralische Instanz aufspielt, ist nicht nur spielsüchtig, sondern hat vielleicht auch noch ganz, ganz andere psychische Probleme. Monte hatte sich sehr kritisch und beleidigend gegenüber Leroy geäußert, insbesondere in Bezug auf das Video, in dem Leroy einen Zoophilen interviewt hat. Und dann gibt es Menschen wie Montana Black. Er denkt zu dem Video folgendes. Da gehe ich jetzt Leroy das erste Mal persönlich als Typ Mensch, also privat gehe ich ihn jetzt an. Leroy, ich habe mal eine Frage, okay? Bist du menschlich gesehen wirklich so schmutzig? Lieber Monte, ich finde solche Menschen und ihre ekligen Neigungen auch wirklich abartig. Wie kann ich denn mit meinem guten Gewissen ins Bett gehen und nicht diese Person anzeigen? Aber in dem Fall ist Leroy sogar Mittäter. Du nennst mich vor einem Millionenpublikum einen Mittäter von so einer kranken Scheiße. Also das geht nicht in meinen Kopf, ehrlich. Was sagt ihr dazu, dass Leroy aufhört? Schreibt's mal in die Kommentare.